bin hier in Emmen geboren und zwar am 9. Juni 1929. Sie sind in Emmen geboren. Sie, sagen Sie so ein bisschen was zu Ihrer Kindheit und von Familie? Ja, ich bin in einer großen Familie geboren. Wir waren 7 Kinder und ich war der letzte von den 7. Und mein Bruder, wie ich geboren wurde, hatte schon das Abitur gemacht, der war schon 20. Und so war da ein ziemlich großer Abstand zwischen unseren Geschwistern. Und somit war auch dann, wie der Krieg anfing, das war 1939, da waren wir gerade so 19 Jahre alt und fanden das so ganz toll, dass Krieg war, richtig Krieg, wie bei Winnetou und so weiter. Nicht? Und Mensch, warteten wir schon darauf, dass ein Flugzeug abstürzen würde auf dem Sportplatz da am Deich und wir würden ihn dann gefangen nehmen und so weiter als Kinder. Das war eine sehr große Sache. Wo haben Sie gewohnt? In der Zeppelinstraße in Wörthusen, ja, in der Nähe der Kesselschleuse. Da bin ich auch aufgewachsen und eigentlich bis auf die Kinderlandverschickungszeit, Kinderland verschickt, 1941, 1942, wie die Bombenangriffe immer stärker wurden und die Bunker noch nicht fertig waren hier in Emmen, wurden wir dann mit den Schulen verschickt in verschiedene Landesteile Deutschlands, Sachsen auch und Thüringen. Aber wir hatten dann das Glück, wir waren in Hessen, in der Nähe von Kassel in Bad Wildungen. Und da waren auch das Mädchengymnasium damals und meine Schwester, die war auch da, aber wir haben uns auch kaum irgendwie gesehen. Man lebte da so nicht gerade. Aber wir waren ja noch Kinder und das fand das alles als Abenteuer. Ne? Ja, das ist eigentlich das, was ich so von der Jugend, von der frühesten Jugend, die dann eigentlich ja noch Jugend war, bis der Krieg zu Ende ging. Die Zeitungen, die wir befragt haben, jetzt auch die in ihrem Alter sind, ne? Also die waren zwar zwei Jahre zum Teil jünger, älter, also eher geboren, die haben auch noch Berichte so von dieser Zeit, Hitlerjugend, deutsche Jugend, haben Sie das noch auch so aktiv mitgemacht? Ja, Hitlerjugend, ja, wir wurden ja mit 10 Jahren wurden wir ja so vereidigt zu DJ. Und das war deutsche Jugend. Und da war man bis zum 14. Lebensjahr, glaube ich, bis zum 14. Und dann hieß es HJ, dann kam man in die HJ, das war die Hitlerjugend. Die hatten die DJ, die hatte so eine wie die SS, aber nur eine Rule. Die SS hatte ja diese zwei, nicht? Und die Hitlerjugend hatten eine. DJ, das waren die Kleinen, die Pimpfe. Und mit 14 Jahren war man ja schon ein bisschen herangereift. Da hatten wir eine Armbinde mit einem weißen Streifen drin und mit dem Hakenkreuz. Das war Hitlerjugend. Ja, Sie haben ja auch schon andere Leute interviewt. Wie Sie sagten, sind die ja älter als ich. Zwei, 3 Jahre älter und das war damals ein sehr großer Unterschied. Ob mein Jahrgang 27, 28, 29 oder 30 war. Der Jahrgang 30 waren, die hatten Glück, die kamen noch immer mit dem blauen Auge davon. Aber 29, das war schon so ein ganz kritischer Jahrgang. Und die 27 und 28, das haben Sie ja auch sicher von den Herren da gehört, vernommen, dass die noch richtig im Einsatz gewesen sind. Und wir eigentlich noch gerade mit dem blauen Auge so davongekommen sind, Jahrgang 29, obwohl es auch nicht gerade sehr, sehr einfach war. Und wir waren ja im Grunde eigentlich noch richtige Kinder. Ich gucke mir darauf immer heute von meinem ganzen Leben immer so 14, 15-jährige Jungs an, wie die noch richtig Kinder, so Buben sind. Nicht? Und wir damals schon so mit dem Ernst des Lebens gezeichnet waren. Das war ja auch in Bad Wildungen zum Beispiel, was ich sagte, da in diesem Kinderland-Verschickungslager, da hieß es auch Kinderland-Verschleppungslager. Und
Da wurde man auch eigentlich nur hitlermäßig gedrillt und hatten wir eben ständig immer Exerzierdienst und hier die Geländespiele. Das waren dann auch so gegen den Feind hier einer und da einer und so weiter. Ne? Und dann kamen wir ja wieder zurück damals von aus diesen Kinderlandverschickungslagern, wie hier in Emden die Bunker aufgebaut waren. Und da ging das dann ja los, also mit diesen verstärkten Fliegeralarm und mit diesen Angriffen und so weiter. Und darüber ist ja an sich viel abgesprochen worden, mit den, dass die immer schlimmer wurden und besonders dieser letzte große Angriff. Am 6. September, wo die ganze Stadt dann schließlich platt gemacht wurde, da war das ja so, dass die Bunker fast am Kopf standen. Die schwanken ja so hin und her. Und dann, also daran kann ich mich natürlich auch noch ganz genau erinnern. Die Lichter fielen aus und das wurde heiß im Bunker. Und von dem draußen, die so in den Knallen, dann kam wieder so ein Geschwader und nach 10 Minuten, jetzt war alles ruhig, oh Gott, dachte mir, nun ist vorbei, das ist ja gleich Entfernung. Oder, und dann kam nochmal dieselbe Scheiße. Da, ne, genau, das war am 6. September, 44. Ja. Und dann, nun haben sie uns. Das war auch so ein Todesaugenblick, wo man sagte, ohne Schluss. Und aber da hat es tatsächlich, das habe ich später im Radio, im Fernsehen, jetzt unlängst gesehen, da in Hagen, da haben die tatsächlich auch diese Bunker von dieser Stärke gehabt und mit 100 Kilogramm Bombe oder was, die sind tatsächlich durchgegangen. Und da sind auch hunderte Tote gewesen, das hat man damals aber verschwiegen, also das ist nicht gesagt worden oder was, dass... Da hieß es dann immer nur Terrorangriffe. Und dass da eben in den Bunkern so viele Menschen sogar umgekommen sind. Sie haben den Angriff in Wolthusen erlebt, in den Bunkern, ja. Nicht? Sagen Sie mal, ich habe den Kollegen erzählt, da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Und zwar gibt es so eine Begebenheit, sag ich mal, dass man russische Kriegsgefangene, ja, in Wolthusen, das haben, meine ich auch, haben... Habe ich erzählt, darüber noch mal berichten? Ja, nein, das habe ich, glaube ich, erzählt. Da waren, wie das war, muss aber gewesen sein, 42 oder 43, 43 wird das gewesen sein. Der sagte, da werden Russen erhängt in einer Ziegelei. Und da müssen wir hin. Und da haben wir das dann wirklich erlebt. Wir haben uns da versteckt und haben dann da das gesehen, wie die diesen Galgen da aufgebaut haben. Und das waren so zwei Blöcke, da oben drüber. Ja, da oben drüber, ja, richtig, da oben drüber lag so ein Längsblock. Da hingen die Schlingen dran. Und dann wurden die da raufgeführt. Die mussten dann auf einen Lastwagen steigen, kriegen dann die Schlinge um den Hals. Und dann fuhr der Lastwagen vor und dann hingen die da. Und oh Gott, und da war ein so ein kleiner, aber der war höchstens so 15 Jahre, also wie wir vielleicht, noch ein bisschen älter. Und der schrie Mama, Mama und so weiter. Und dann hatten den dann so so eingehakt und einer lief immer hinterher und schippte dem in den Hintern. Und dann kam der darauf und das ging genauso ruckzuck und dann sagt er nichts mehr. Und da hat dieser hier, Adelbert Wils, da mein Schwager, der schrie dann ganz laut, oh Mama, nun lass ihn doch laufen oder so was ähnliches. Und da haben wir den noch um den Mund zugehalten, da haben wir gedacht, oh Gott, wenn die uns hier finden, hängen sie uns da auch noch hin, nicht? Das war auch so, habe ich so oft von geträumt, auch als Kind noch. Ich meine, oh Gott, warum hast du dir das überhaupt angeguckt? Wenn man sowas im Film sieht, dann vergisst man das wieder, nicht? Jetzt, so wenn man so gibt es ja noch diese solche mittelalterlichen Filme, wo sowas, so ein Spektakel da, oder wo so ein Kopf abgehauen kriegen und so weiter. Aber das hat man dann wieder vergessen. Aber wenn man das so live miterlebt hat, das wird man im Leben nicht wieder los. Da darf man überhaupt nicht dran denken.
Der kriegst höchstens ein schlechtes Gewissen, dass du nicht dazwischen gefahren bist und hast ihn befreit. Aber das konntest du ja nicht. Mhm. Da hätten sie dich gleich daneben gehängt. Nicht? Und diese Geschichte, die ich Ihnen nun vielleicht erzählen könnte, die könnte ein Mann könnte ich eigentlich so betiteln. Eigentlich habe ich nie darüber gesprochen. Ich habe mich immer geschämt, darüber zu sprechen, über diese Geschichte. Aber es ist eigentlich doch auch ganz interessant. Diese Geschichte, die könnte ich eigentlich betiteln. Fahnenflucht eines Kindes in die Freiheit. Denn Fahnenflucht stand der Tod. Und das wussten wir schon, das hatte man uns eingebläut. Und das war nicht leicht, sich dazu zu so einer Sache zu entschließen. Und je älter ich geworden bin, eigentlich desto mehr wundere ich mich, dass ich damals den Mut gehabt habe, das zu tun. Und das muss ich mir heute eigentlich immer, je älter ich geworden bin, denke ich immer, Donnerwetter, Mensch, da hast du aber wirklich was gemacht, was nicht so leicht war. Du hättest besser schön gehorsam sein können und so weiter, nicht? Ja. Was heißt das, Fahnenflucht, wenn Sie das sagen? Sie hatten sich einen Einberufungsbefehl. Ja, kann ich Ihnen hier zeigen. Ich hatte ja schon sogar, den habe ich gerettet, einen Wehrpass. Und den habe ich gekriegt am 3. April 1945. Da steht drin, Beruf Schüler, Familienstand ledig, religiöses Bekenntnis reformiert. Und so weiter. Und ich war damals 1,74 groß, Körperform schlank, Augenfarbe grau, Haare blond. Und ich wurde berufliche, technische oder sportliche Befähigungsnachweise. Ich hatte bereits die Segelflugprüfung A mit 14 Jahren gemacht. Das war auch schon ganz was Tolles. Und das Fahrtenschwimmerzeugnis. Und dann war ich Schulbildung, Oberschule, Klasse 5. Also noch ganz unten. Ne? Kriegsverwendungsfähig und Ersatzreserve 1. Wehrbezirkskommando Aurich am 3.4.1945. Heranziehung zum Reichsarbeitsdienst 1. April 1945. Da stand noch hinten drin, der Wehrpass ist nach Ausscheiden aus dem Wehrpflichtverhältnis vom Inhaber zeitlebens aufzubewahren. Eintragungen werden dann nicht mehr vorgenommen. Das habe ich auch einbehalten. Gemacht, ne? Immer ein sehr braver Bürger. Denn es ist ja nun ganz was Seltenes, dass man das Ding noch hat. Ja, Ihre letzte Frage war ja, was heißt Fahnenflucht? Aber zuerst muss ich da erst mal sagen, hier, Sie haben ja nun meinen Wehrpass gesehen, wir sind gemustert worden und wurden dann mit 14 Jahren, waren gerade so 14 und 14, 15, wurden wir dann die Musterung war in Norden und da mussten wir zu Fuß hinlaufen. Glaube ich, morgens schon um 5 Uhr oder was sind wir hier losgelaufen nach Norden und wurden dann da gemustert und also gemustert, dass sie es untersucht und so weiter und dann sagt man, ja, ihr seid gute Soldaten und jetzt werdet ihr Soldat. So, und nun kriegt ihr dieses Wehrpass und geht man schön wieder nach Hause hin, muss ja zu Fuß ganz wieder von Norden nach Hause laufen. Mein Freund Albert de Boer, der hatte eine Tante in der Nähe vom Marienhafen, da haben wir noch eine Erbsensuppe gegessen, das weiß ich auch noch. Na, und dann sind wir ja wieder, Schule war schon Schluss. Wir hatten ja dauernd Bombenangriff und dann wurde wieder eine Schule getroffen. Wir freuten natürlich, wenn die Schulen getroffen waren, dass wir da nicht wieder hingehen konnten. Nicht? Und dann mussten wir uns melden hier, das war Datum kann ich nicht mehr so genau sagen, aber das war so alles, dies war ja der 3. April, das war so eine Woche später, da mussten wir uns dann melden. Hier unten in dem Gebäude vom Wasser- und Schifffahrtsamt. Mhm. Und da kriegen wir dann Uniform. Die Uniform war natürlich alle viel zu groß. Die mussten wir unten aufkrempeln, die Hosen. Da wurde gar nicht irgendwie von rumgenäht oder sowas. Und dann mussten wir mit den Uniformen nach Hause und dann konnten wir die Uniform anziehen und dann unsere Klamotten dann zu Hause lassen.
So, und dann mussten wir uns wieder melden. Und dann wurden wir mit so einem Last, weil wir hatten die ganzen Jungs da von aus der Klasse und auch die nicht auf der Oberschule waren und so weiter. Da waren, glaube ich, so 40, 50 Jungs. Und da brachte man uns nach Borsum in die Schule. Borsum-Schule. Da hatten sie die Bänke, die haben sie also an den Wänden hochgestapelt. Da lag Riesenhaufen Stroh. Jeder kriegte zwei Decken und da konnten wir dann pennen. Ja, und da lagen wir dann da und dann mussten wir antreten und dann kriegten wir jeder ein Gewehr und dann kriegten wir jeder eine Panzerfaust, aber nur eine. Eine brachten wir ja auch nur, wenn wir die losknallten, wenn die kamen. Denn, aber mussten wir dann auch morgens, kriegten wir dann erstmal, so wie in der Schule, so wurden wir eingewiesen, wie man das Ding da hielt und wie man da die Patronen ansteckte und knallte und so weiter. Hören wir ja noch alles ganz in Ordnung. Aber dass man nun auf Menschen schießen sollte und so weiter, das war ja nun ein bisschen komisch, nicht? Aber der Hauptteil des Tages bestand darin, dass wir jeder kriegt einen Spaten, einige bessere, einige schlechtere, schon halb verrostete, einige ganz blanke und so weiter. Davon ging auch so ein bisschen auf Beziehungen schon. Mussten wir auf der Landstraße von Borsum nach Petkum so Löcher graben, so Winkel, Schanzlöcher oder sowas. Also da sollten wir dann reinkriechen, wenn die Panzer nun kamen, die kamen ja über die Straße, die würden ja kommen, die waren ja schon unterwegs, dann mussten wir da reingehen und dann sollten wir die Dinger abknallen. Aber dann rollten die ja über uns weg. Und da waren die schon immer, also die ganz bis nach Petkum dahin, also da die Ersten, da wollte keiner hin, nicht? Und oh Gott, so wie im Theater schon so ungefähr, nicht? Und da in die Ersten, da waren wir nicht rein. Na, aber hier, das ist vollkommen egal. Nächsten Morgen, also am nächsten, wir waren, das dauerte immer so, waren immer so im Winkel, diese Dinger. Also da konnte man dahin laufen oder dahin laufen. Und die waren dann so hoch, also so tief, dass man so da drin stehen konnte und guckte so mit dem Kopf da raus. Und am nächsten Morgen waren die dann ja schon so hoch voll Wasser. Und dann sagten, ja, kann man ja nicht drin stehen, kriegt man ja nasse Füße und kalte Füße und so weiter. Dann hatten wir ja Vorgesetzte da. Und die sagten, ach, das merkt ihr höchstens eine halbe Stunde. Wenn die drüber wegfahren, dann merkt ihr das eben, ob ihr nasse Füße habt. Sagten die glatt. Dann seid ihr doof, nicht? So, und dann hatten wir einen, unser Chef da, das war ein Oberleutnant, ein ganz äußerst sympathische Erscheinung. Er war so mittelgroß, brünetter Typ, hatte so schwarze Haare, die so ein bisschen grau durchsetzt waren und braune Augen und sympathisch irgendwie. Und da hatte man so das Gefühl, und der hatte einen grauen Ledermantel an. Das war so bestechend. Jeder guckte ja so, Ledermantel, toll, nicht? Und grauen Ledermantel und im Koppel, und da hatte er eine Pistolentasche dran. Und der Mann, der machte so einen vertrauenserweckenden Eindruck, dass man sich sagte, ja, also den kannst du wohl so akzeptieren, das ist ein Vorbild, der Mann ist ein Vorbild, nicht? Also, und den kannst du auch wohl so als Vater anerkennen. Also wenn du mal irgendwas hast, dann kannst du zu dem hingehen, vielleicht kannst du ja mal an der Brust ausheulen oder irgendwas. Irgendwie waren wir ja noch gar nicht fertig als Kinder da, nicht? Und jeden Morgen mussten wir antreten, wurden durchgezählt, wenn alle da waren. Und dann lief dieser Mann, dieser Oberleutnant, der nette Typ, der lief dann so, haute seine Pistole aus der Tasche raus, lief so mit der Pistole darum, so. Und hier sagt er, guckt euch dieses Ding genau an, wenn einer von euch abhaut, den lege ich hier mit eigenhändig um. Und da brach alles in mir zusammen. Da denke ich, was? Das hat der mit uns vor? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ja, aber du warst ja der Sache ausgeliefert.
Und dann hatte ich das Glück oder das Pech, und das wurde, wir wurden jeden Abend und jeden Morgen durchgezählt da, ob noch alle da waren. Und hier, dann hatte ich das, ja, das Glück oder das Pech, dass ich plötzlich unheimliche Schmerzen kriegte in der Brust. Ich konnte nicht mehr richtig atmen. Das stach so überall und im Rücken hauptsächlich. Und ja, dann habe ich das gesagt und ich war auch richtig so abgeschleppt zum Arzt. Zum Arzt musste ich dann, da brachte mich keiner hin, oder wo ich hingefahren, da musste ich selbst zu Fuß hin. Da war ja alles durcheinander, hier war ja nichts mehr in Ordnung. Ins Krankenhaus, und das Krankenhaus, das war an der großen Straße. Und da war ein unterirdischer Bunker, da war das Krankenhaus drin und da war Dr. Kessler, der alte Dr. Kessler. Und der hat mich dann untersucht und da hat er festgestellt, dass ich Rippenfellentzündung hatte. Und ich hatte da so 38 Fieber, sowas schon. Ja, sagt er, ins Bett, und kriegte ich einen Überweisungsschein zum Marinelazarett. Das Marinelazarett war die Herrentorschule. Oben auf dem Marine, auf dem Dach war ein großes rotes Kreuz. Also da durften eigentlich keine Bomben drauf gesetzt werden. Aber das war denen ja schiedegal. Die hauten die Bomben ja hin, wo sie wollten. Und aber in diesem Marinelazarett, das war ganz voll belegt mit verwundeten Soldaten. Und da durfte man aber, da war auch kein Bunker. Da war so ein kleiner Bunker, stand da. Ich glaube, der steht da noch. Ich weiß nicht, ob sie den, so ein kleiner runder Bunker, meine ich, der stand am Schulplatz. Mhm. Aber die Patienten, die da lagen, die blieben da drin. Da lag war das Rote Kreuz drauf. Ja, wenn da Bomben reinfiel, haben sie Pech gehabt. Und die konnten sie gar nicht, weil es war ja dauernd Fliegeralarm die konnten sie ja gar nicht reinbringen in den Bunker. So, nun wohnten wir ja aber in der Zeppelinstraße. Das war nicht weit von dem Bunker da entfernt, von der Herrentorschule entfernt. Und da bin ich erstmal nach Hause gegangen. Ich denke, Mensch, ein bisschen gehen wir erstmal nach Hause vom Krankenhaus. Mein Vater war hier bei der Bahn, der war nicht zu Hause. Zwei Schwestern, die waren beim Flugkommando hier im Bunker irgendwo. Und meine Mutter mit meiner Zwillingsschwester, die war schon geflüchtet, evakuiert bei einer Tante, Onkel und Tante. Bei mir, der Onkel war ja auch im Krieg. Auf Wersingsveen, da waren die. Und da hatte ich irgendwie, das kam da zu Hause an, da dachte ich, oh Gott, sie ist hier ganz alleine. Nee, Katze, die lebte noch da. Die lebt auch noch nach dem Krieg. Die strich da irgendwie rum, die musste sich ihr Fressen hier selbst besorgen. Da habe ich auf dem Sofa gelegen und da weilte das so richtig in mir. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, was machst du nun? Was machst du nun? Also ich musste ja in das Marinelazarett. Aber wenn ich in das Marinelazarett gehe, Und Emden war zur Festung erklärt worden. Absolut zur Festung. Also die konnten alles kaputt knallen, was sie wollten. Wenn die kommen, und das konnte ja nicht mehr lange dauern, dann bist du dran. In Bunker darfst du nicht. Bin ja krank und liegt da ja. Also dann bist du dran. So, dann Nummer zwei war, haust du ab? Ja, wo soll ich hingehen? Höchstens Wersingsveen, wo meine Mutter war. Ich sehnte mich ja auch als Kind nach meiner Mutter. Meine meint mir ja, die kann einem helfen, nicht? Und ja, aber wenn die dich unterwegs schnappen, dann wirst du am nächsten Baum aufgehängt oder kriegst gleich eine Kugel in die Brust oder was und schmeißen dich in den Schlot. Da können die Aale dich fressen. Oder du kannst bei Tageslicht ja war ja sowieso nichts. Oder du kannst hier, du wirst vom bei Tageslicht, wenn du bei Tageslicht irgendwo da rumkriegst im Dings, waren dauernd schon hier die Tiefflieger, amerikanische Tiefflieger, die dich dann da beschossen und dann konntest du da auch, Angst hatte ich eigentlich vor diesen Feldjägern da, die einen da aufgreifen konnten. Und diesen blöden Pass, weil da drin stand, den muss man immer bei sich haben.
Der lag mir noch am meisten dann im Dings. Und hast du das Ding, den hätte ich einmal wegschmeißen können. Da, den hätte ich gar nicht gehabt. Ging ja sowieso alles durcheinander. Aber ich hatte dann auch wiederum Angst, dass die... ich lachte ja auf dem Sofa und der Fieber oder das Fieber, das rumorte so rum. Was machst du nun? Was machst du nun? Das ist nun eilig. Du musst dich jetzt entschließen. Was willst du machen? Willst du abhauen? Willst du da in Dings? Don't is don't. Also das stand eigentlich 9-1. Einmal eins war Überleben und alles andere, das war weg. Und so, dann habe ich aber gedacht, da wurde es ja dunkel. Irgendwie fragen die an, oder liegt der da jetzt? Denn wir hatten einen, den Namen darf ich natürlich nicht nennen, der läuft jetzt in Emmen noch rum, der ist älter. Den haben sie gesucht und haben ihn auch gefunden. Und der war unten in der Schule eingesperrt, aber die haben sie nicht tot gemacht. Aber da mussten, vor dem mussten wir noch Wache halten. Der Vater hatte den in der Krummhörn irgendwo versteckt. Und den haben sie tatsächlich daraus gefunden. Und ja, was machst du nun? Also du musst dich ganz schnell entschließen, diese Nacht muss das denn noch passieren, wo ich da nun lag. Dann habe ich meine Uniform, die ich nun hatte schon, ja, schon auch anhatte, die habe ich dann ausgezogen, habe sie unter der Kartoffelkiste im Keller versteckt und habe meine alten Klamotten angezogen. Das war ja so April, das war noch kalt und Richtungswetter wie jetzt, so, ne? Und dann bin ich da so um 9 oder 10 Uhr bin ich dann mit dem Fahrrad losgefahren. Und am Bahndamm entlang bin ich dann bis Nemours über Stock und über Stein. Und dann habe ich mich mal wieder hingelegt und in so ein Büschen da und so weiter. Und dann wieder weiter. Ich denke, Mensch, wenn morgen früh dich jemand sieht oder was, bis morgen früh musst du ja quasi fähig sein. Da habe ich noch, das ist auch noch meine Zeugin, dass ich da nun keine unwahren Geschichten erzähle oder abenteuerliche Geschichten erzähle. Das war eine Frau hier in Emden, die hier jetzt auch noch wohnt. Und die war auch nachts dann die musste nach Nemours hin. Und die war nachts aufgebrochen, weil tagsüber immer diese Tiefflieger waren. Züge fuhren ja nicht mehr. Und mit der bin ich noch so ein ganzes Stück da hier gelaufen. Und da wurde es schon ein bisschen hell, das war so 7 Uhr oder sowas gewesen sein. Jedenfalls, da kam ein Tiefflieger in der Nähe von dem Moor. Der kam richtig runter und ratterte da los. Da haben wir uns noch einen Schlot geschmissen. Aber da konnte man richtig den Piloten sehen. Ja, so dicht bei habe ich nie im Flugzeug jemanden gesehen, nicht? Aber jedenfalls sind wir da denn ja hier da mit dem blauen Auge davon gekommen. Dann kam ich zu dem Haus meiner Mutter, wo meine Mutter nun wohnte, bei der Tante. Und die Tante, die machte da gleich ein Theater. Nein, das geht nicht. Wir dürfen keine deutschen Soldaten verstecken. Dann werden wir alle totgeschossen. Das waren eher, das wussten wir auch alle. Und meine Mutter, die hat auf Knien davor hier gelegen und hat gesagt, ja, aber hier ist doch noch ein Kind und so wieder und so wieder und so weiter. Und naja, aber jedenfalls, da war mein Ziel irgendwie erreicht und da bin ich auch irgendwie so wohl zusammengebrochen, auch mit meinen Nerven da. Und da haben sie mich in der Scheune, in diesem Feenhaus, in der Scheune oben, haben sie mich da versteckt. Aber diese Fahrt da mit dem Fahrrad in der Nacht, das sowas vergisst man ja sein Leben lang nicht wieder. Und den ganz auf sich alleine gestellt und da habe ich wirklich oft nachher gedacht, guck, das darfst du ja gar nicht erzählen, das ist ja Fahnenflucht, das war Verrat am Vaterland und so weiter, nicht? Und wir haben das ja wohl 1000-mal gesungen. Ja, die Fahne ist mehr als der Tod. Das war einem ja so eingegangen, nicht? Die scheiß Fahne da, Mensch. Mein Leben ist mir was wert, nicht? Und da habe ich wirklich eine Entscheidung getroffen, die als Kind schon, die über mein Leben, die mir keiner eigentlich abnehmen konnte und wo ich heute sage, Mensch, da hast du wirklich eigentlich, da hast du was gemacht. Nicht? Als Kind schon, über dich selbst entschieden, nicht irgendwie leichtsinnig. Also ich habe mir wirklich überlegt, ja, also 1-9, 9-mal tot, 1-mal überleben.
Und den Pass, diesen Pass noch, den hatte ich immer dabei, weil da drin stand, man muss den immer bei sich haben. Oh Gott, nee, den Pass. Wegschmeißen nicht, nicht. Wer weiß, wir wussten ja auch gar nicht. Haben wir nun doch noch mal gesiegt? Nicht? Konnte ja sein. Der Krieg war ja noch nicht zu Ende. Konnte ja noch alles, lag ja noch alles drin, obwohl die ja schon da standen. Und da haben die mir, meine Cousine noch, die hat mir diesen Pass in so eine Teedose, so eine Blechteedose gesteckt und hat die in den Misthaufen verbuddelt. Richtig im Misthaufen. Die hatten ja Kühe und Schweine und so weiter. Und somit habe ich den behalten. Da denke ich, na, den behältst du auch, wenn mal deine Enkelkinder kommen und sagen, Opa, du lügst. Dann denke ich immer, hier, bitteschön, wenn du uns da vertellst. Aber auf Fahnenflucht kommst du so vor's Standgericht und wurdest erschossen. Da habe ich dann so, da kam die Front ja immer näher, nicht? Und dann hörte man die Artillerie schießen da von Leer, da waren die ja schon in Leer. Und dann, es ist aber keiner da gewesen, hat das Haus durchsucht. Und also von den Deutschen da, nicht? Und dann kamen Kanadier, die rückten dann an und das hörte man so von Weitem, das Rasseln, die hatten so kleine Tanks, Brand Carriers nannten sie die und da saßen immer so 10 Leute drauf und so weiter, aber einer nach dem anderen, so ein ganzer Schwarm war das, fuhren die da und das hörte man kilometerweit schon, dieses Rasseln von den Ketten und da war einer irgendwo in Wasingsveen durch so eine Holzbrücke eingebrochen und lag nun im Kanal und da konnten die nicht weiter. Da mussten die erst da irgendwie was erfinden, dass sie nun da weiterrücken konnten. Und da bin ich, ja, und diese ganzen kanadischen Soldaten, die da nun drauf waren, die gingen über Land und raubten und machten da Gott, wer weiß was. Aber also was Schlimmes haben sie eigentlich nicht gemacht, aber sie raubten Gold und Fotoapparat und Trauringe und ganz schlimm. Nicht? Also alles, die mussten alle, kamen die rein da, ohne anzuklopfen natürlich und die alles, nicht, was, und die machen da natürlich bereit, wir ließen alle Laden auf und zeigten, was sie hatten, das kam mit die Uhr, die haben alles, zack, die Tasche weg. Und da bin ich da wohnte zwischen diesem Haus und dem Nebengrundstück, das war so eine ziemlich große Wiese. Da wohnte eine andere Tante, ein Bruder meines Vaters, die war schon ein bisschen älter. Und da bin ich da, ich hatte hier immer noch diesen, die war ja noch nicht ausgeheilt, aber da bin ich hingegangen, weil ich irgendwie Angst hatte, dass die mich wohl da aufstöbern würden. Ich weiß noch, wie ich da durch dieses Land gekrochen bin, zu der anderen Tante hin, da konnte ich nach Nemour hingucken. Und da war Nemour ist doch so ein ganz spitzer Kirchturm. Mhm. Nicht? Und da ganz oben, müssen Sie mal gucken, da ist ganz oben in der Spitze, da ist ein kleines Dachfenster. Und da weht eine ganz große weiße Fahne raus, nicht? Die ergeben, also den... Und das weiße Fahne rausstecken, Gottes Willen. Also das war auch schon, wurde mit dem Tode bestraft. Also wenn die irgendwie in ein Dorf gekommen sind und oder die Russen oder Engländer oder wer auch immer da in ein Dorf besetzt haben, das wurde nachher von denen und die haben dann die Bewohner, die haben dann die weißen Fahnen ausgesteckt. Jedes Haar steckte mit dem Bettlaken da, ein Besenstiel, weiße Fahne dran, nicht? Und dann wurden die nachher hingerichtet, wenn das zurückerobert wurde, nicht? Und da hat die mich im Hühnerstall versteckt, diese Frau. Und da habe ich diese Tante, die ganze Nacht im Hühnerstall gesessen. Da, wo die Hühner ihre Eier legen, weißt du, nicht? Und drunter. Und da morgens geht plötzlich die Klappe auf und da guckt ein kanadischer Soldat rein. Und der wollte da Eier rausholen.
Und ich zuckte natürlich zusammen. Oh Gott, die denken, nun ist es aus, nun haben sie dich. Warum hast du dich versteckt? Die hätten dich vielleicht gar nicht, aber nun hast du dich versteckt. Und dann hat er mich da rausgezogen und hat mich dann da zu seinem, meine Tante, die liebt er noch, er hatte noch, das war das Kostbarste, was er hatte, eine Flasche Schnaps noch, so für alle Fälle. Und dann lief die immer mit einem Schnapsglas und mit einer Flasche Schnaps hinter diesem Soldaten. Nun, gift ihm doch früher. Und dann drehte der sich um und riss ihr so diese ganze Flasche weg. So, der war besoffen schon, nicht? Und der hatte die Mündung von dem Maschinengewehr, die hatte mich richtig hier hinten so reingedrückt. Die Stelle, die fühle ich heute noch da. Genau kann ich die noch zeigen. Hat der mich zu seinem Leutnant oder Feldwebel da hingeschleppt und so weiter. Und dann hat er mich da verhört und da habe ich geheult. Da dachte ich, nun ist mein letztes Stündlein gekommen. Die Odyssee ist beendet und jetzt ist es aus. Und da habe ich ihm denn da versichert, I'm not a soldier, I'm a schoolboy und so weiter und never be a soldier und so weiter. Und dann guckte der mich an und sagte zu den anderen, zu dem da, let him fag off. Da war ich erlöst. Und das war meine Erlösung. Aber ich habe richtig gehend gedacht, nun ist es aus. Die ganze Zeit da, nicht? Mhm. Und somit bin ich aus dieser ganzen Sache durch. Sonst wäre ich vielleicht nicht da gewesen. Hätte Emmenhort keinen Glockenspiel gehabt. Wirklich nicht. Mhm. Ich wollte dann zu Fuß nach Emmen laufen. Und ich hatte immer, die Krankheit war noch nicht ganz weg, aber ich fühlte mich doch, also dieser ganze Druck, der war ja weg da. Mhm. Und ich kann mich noch so an den Tag erinnern, den 8. Mai, der Krieg ist vorbei. Und da kam dann noch ein Kanadier, der fuhr da auch mit so einer Jülle da durch, das war so ein ganz netter Kerl. Und dann sagte er so, war is over. Und da habe ich noch gefragt, ja, who has won the war? Und ich konnte noch nicht genau, ich wollte das ganz genau wissen, ob ich wieder frei war oder nicht. Nicht? Und da sagt er, you. Und er hat auch recht gehabt. Ja, aber das war die Geschichte Fahnenflucht eines Kindes in die Freiheit. Dieses Interview mit Bernhard Brahms fand im Februar 2005 in seiner Wohnung am Schreiershoek statt. Die hier dokumentierte Geschichte über seine Einberufung zum Militärdienst und seine begangene Dissertation ist nur ein Teil des Interviews. Dieser Teil, über den Bernhard Brahms bis dahin nie öffentlich gesprochen hatte, war ihm aber so wichtig, dass er einen eigenen Titel dafür bestimmte. Fahnenflucht eines Kindes in die Freiheit. Bernhard Brahms hat mit seiner Geschichte verdeutlicht, wie autoritäre Staaten mit Menschen und besonders auch mit Kindern umgehen und wie viel Mut dazu gehört, sich gegen solche Systeme aufzulehnen und zu widersetzen. Es ist ein Appell, sich für den Erhalt der Demokratie einzusetzen und somit die Freiheit und den Frieden für alle Menschen zu gewährleisten. Bernhard Brahms war Träger der Ehrenmünze der Stadt Emden und großzügiger Spender und Mäzen. Er spendete im Jahr 2000 seiner Heimatstadt ein komplexes Glockenspiel für den Rathausturm. Es war sein Herzenswunsch. Diese Schenkung war die Einlösung eines eigenen Versprechens aus seiner Jugendzeit, wenn er den Krieg überleben würde. Wenn Emden wieder aufgebaut ist und die Menschen in Frieden leben, dann wollte er der Stadt das seit Jahrhunderten geplante Glockenspiel stiften. Durch die Stiftung einer Gedenktafel für 5 erhängte ukrainische Zwangsarbeiter, die 1944 durch Nationalsozialisten hingerichtet wurden, wollte er den namenlosen Opfern ihre Ehre und Identität zurückgeben. Hinni der Delftspucker, eine lebensgroße Bronzefigur, die neben 2 weiteren Figuren am Delft steht, war ein weiteres großes Geschenk an seine Heimatstadt. Bernhard Brahms war als Emder Jung sehr eng mit seiner Heimatstadt Emmen verbunden und es bereitete ihm immer eine besondere Freude, diese großzügig zu beschenken.